السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Ich heiße Ahmet Akbulut. Ich bin 34 Jahre alt und ich komme aus der Türkei. Ich bin noch nicht verheiratet, aber in 3 Monaten heirate ich. Und ich habe auch noch keine Kinder. Von Beruf bin ich Automechaniker, aber zurzeit arbeite ich nicht. Ich wohne jetzt schon 8 Jahre in Deutschland, in Frankfurt. Und ich spreche Türkisch, Kurdisch und schon ein bisschen Deutsch. Ach, Sie heiraten. Schön. Heiraten Sie hier oder in der Türkei? Ich heirate in Frankfurt. Meine Frau und die Familie sind auch in Deutschland. Wird das ein großes Fest? Ja, ein großes Fest. Vielleicht 100 Leute. In der Türkei ist das noch größer, da kommen noch mehr Leute. Auf dem Foto sehe ich 3 Kinder. Sie spielen vor einem Haus in einer kleinen Straße. Es gibt keine Autos. Das ist nicht normal für Deutschland. Hier gibt es viele Autos und die Kinder können normalerweise nicht auf der Straße spielen. Das ist zu gefährlich. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz, manchmal auch in der Schule oder zu Hause. Frankfurt ist eine große Stadt. Da können Kinder nicht auf der Straße spielen. Auch wegen der Nachbarn. Man muss leise sein. Vielleicht spielen die Kinder hier in Deutschland auf der Straße, wenn sie in einer kleinen Stadt wohnen. Das gibt es bei mir zu Hause. In einem Dorf sind die Kinder im Sommer den ganzen Tag draußen. Hier in Deutschland ist das schwierig, glaube ich. Hier spielen gar nicht viele Kinder draußen. Viele Kinder spielen auch lieber am Computer oder gucken Fernsehen. Wie ist das bei Ihnen zu Hause in der Türkei? Sitzen die Kinder da auch viel vor dem Computer? Das kommt darauf an. In den großen Städten haben die Leute mehr Geld, da haben die Kinder auch Computer. Auf dem Dorf ist das anders. Finden Sie das gut, dass die Kinder so viel am Computer spielen? Ich weiß nicht. Es gibt Spiele, die gefallen mir auch gut. Aber es ist nicht gut, wenn sie so viel am Computer sind. Die Kinder von meinem Bruder zum Beispiel spielen auch gern mit Freunden. Das ist auch wichtig. Du Albert, unser Kurs ist in 2 Wochen zu Ende. Sollen wir unserer Lehrerin was schenken? Gute Idee. Was denn? Vielleicht Blumen? Blumen finde ich nicht so gut. Wir könnten ihr ein Buch schenken. Ein Buch? Weißt du, was sie gerne liest? Nein. Dann ist das keine gute Idee. Wir könnten ja auch eine Pflanze kaufen. Das ist vielleicht besser als Blumen. Ja, eine Pflanze ist gut. Und wir brauchen noch eine Karte, die alle unterschreiben. Ja, genau, eine Karte. Wollen wir das nächste Woche zusammen kaufen? Ja, gerne. Hast du nach dem Kurs Zeit? Am Mittwoch? Mittwoch ist gut. Wir sammeln aber vorher Geld im Kurs. Wo kaufen wir denn die Sachen? Wir fahren in die Stadt. Wir finden bestimmt etwas. Okay. Wann geben wir das Geschenk? Am letzten Tag? Ja, am letzten Tag, wenn wir unser Fest machen. Ja, das ist am besten.